Heute geht es bei dieser Pandemieübung um die Finanzierung von Maßnahmen gegen diese Katastrophe oder gegen diese Krise. Im Beitrag selber wird mehrfach der Begriff CAPS verwendet. Das ist eine für diese Übung sogenannte SARS-Virus, also ein fiktionales SARS-Virus, was man da vor einem Jahr so benannte Coronavirus Acute Pulmonary Syndrome, also ein akutes Lungensyndrom, Coronavirus. Das nur zur Erläuterung. Danke. Welcome back. Please silence your Willkommen zurück. phones. Bitte stellen Sie Now Ihre pick up the Telefone scenario stumm. three weeks later 3 Wochen at the nach unserer third meeting ersten of the board Sitzung treffen on wir November uns 29, zum dritten 2019. Board Meeting. Heute ist der Thank you all for 29. November 2019. reconvening at short notice. We need to present Vielen Dank to für Ihr this board Kommen, a so serious kurzfristig issue einberufen. related Wir to müssen the diesem economic Gremium ein fallout. ernstes neues Problem That im is the Zusammenhang mit den cruel COVID wirtschaftlichen Folgen pandemic. vorlegen, das Let's sich aus der start by getting the Pandemie latest numbers and ergibt. distribution from Dr. Erstmal hier die Hirsch. neuesten Zahlen von CAPS Dr. pandemic Rivers. continues to grow with more than 1 million Die cases and CAPS-Pandemie an nimmt estimated mit mehr als 1 Million 73,000 Fällen und deaths schätzungsweise worldwide. 73.000 These are Todesfällen only weiter estimates because zu many countries weltweit. are having trouble Dies keeping sind nur up with Schätzungen, weil surveillance viele and Länder laboratory Schwierigkeiten testing. haben, mit der Übersicht und Our mit models are den showing that Labortests with this Schritt zu continued halten. rate of spread, there may be Unsere 5.5 Modelle zeigen, dass million es mit dieser cases anhaltenden and almost Ausbreitungsrate 5,5 350,000 deaths in Millionen 1 Fälle month. und fast The 3-month 350.000 projection is Todesfälle alarming. in einem Monat Potential geben for over kann. Die 30 million Drei-Monats-Prognose cases ist and 3 alarmierend. Sie million zeigt ein deaths. Potenzial von über 30 The Millionen Americas are still the Infektionen most severely und 3 affected, Millionen but there are Todesfällen. large outbreaks occurring in many Süd- und countries across Mittelamerika the ist nach world. wie vor am stärksten betroffen, Countries aber with in vielen limited Ländern der healthcare Welt kommt es zu infrastructure einem have seen größeren the highest Ausbruch. death rate Leider so far. Länder mit But healthcare Begrenzter systems in Gesundheit in high-income Infrastruktur haben countries bisher die are höchsten also becoming Sterberaten verzeichnet, overwhelmed. aber auch die Financial Gesundheitssysteme markets in have Ländern mit tumbled, hohem with all Einkommen down sind überfordert. significantly for the year. Die Finanzmärkte Economic sind im disruptions are being Jahresvergleich felt deutlich across the globe. eingebrochen, wirtschaftliche Thank you, Störungen Dr. sind auf der Rivers. ganzen Welt zu Now let's spüren. look at this recent exchange Ja, on vielen Dank, CNN Dr. and Rivers. focus on Schauen the wir uns economic nun and aktuell financial diese crises Interviews that auf we're generating CNN world. an, die sich auf die Wirtschafts- und Finanzkrisen beziehen, die auf der ganzen Welt wüten. The response to the CAPS pandemic is now Die the most Reaktion auf die expensive CAPS-Pandemie international ist heute emergency der teuerste ever. internationale Political Notfall leaders aller around the Zeiten. globe are Politische faced Führer with auf der ganzen many Welt stehen possible vor vielen dilemmas, including unmöglichen Dilemmas, financial. auch bei der We have two guests Finanzpolitik. to Wir haben discuss heute zwei the Gäste, bottom line um of über die CAPS katastrophale response. Reaktion zu First up diskutieren. is An economist erster Dave Stelle Gamble. steht Are we der out of money? Ökonom Dave The Gamble. best way to answer Haben that wir is kein no, Geld mehr? we are Der not beste out Weg, of das money zu beantworten, yet. ist nein. But the Wir fact is haben we are Geld trending in noch. a Aber dangerous Fakt direction, ist, dass wir in something eine gefährliche Richtung gehen und sich you have etwas been quite ändern vocal muss. about that and generated Sie some haben sich darüber sehr controversy along deutlich the way. geäußert und damit einige Kontroversen ausgelöst. Okay, Sie kennen mich, ich versuche Kontroversen zu vermeiden, aber kommen Sie. Der gesunde Menschenverstand zeigt, dass es wohl nicht verkehrt ist, vorzuschlagen, sowohl Leben als auch Existenzgrundlagen zu priorisieren. Absolut. Wir müssen Leben retten. Wir alle kennen jemanden, der von CAPS betroffen ist. Aber wir können uns keine Maßnahme leisten, die unsere Wirtschaft erstickt. Pragmatismus ist eine kluge Entscheidung. Ich meine, was sind die Vor- und Nachteile von weniger Flugverkehr, mehr Homeoffice, der Schließung von Schulen, der Störung von Lieferketten, der Störung unserer Kommunikations- und Nachrichtenkanäle? Sicher. Einige dieser Schritte können dazu beitragen, CAPS zu verlangsamen, aber oft nur am Rande und mit sehr hohen Kosten. Wenn dies überall so ist, wird es Familien geben, wird es Städte geben, die mehr unter unseren Interventionen als unter dem Virus gelitten haben. Keine Frage, es gibt viel Leid. Ich möchte Dr. Juan Perez zu dieser Diskussion begrüßen. Liegt Dr. Gamble falsch? Doch eigentlich sind wir nicht weit auseinander. Egal ob internationale Organisationen, Regierungen oder sogar Arbeitgeber und Familien, sie alle wägen Risiken und Chancen ab. Und es gibt keinen einheitlichen Ansatz, da es unterschiedliche Risikoeinschätzungen gibt. Was ich sagen will, ist, wir sollten jedes Leben schützen, soweit wir das können. Oh, natürlich sollte das so sein, aber mal ganz offen, bringen wir die Weltwirtschaft zum Stillstand, wäre unser Leben gefährdet? Yes, ja, aber es muss ein Gleichgewicht geben. Okay, Sie sind sich beide einig, dass die Balance von größter Bedeutung ist. Theoretisch ist das eine einfache Wahl, aber Regierungen stehen jetzt vor sehr realen und sehr schwierigen Entscheidungen. Erst in der vergangenen Woche wurde die Grenze für die Mittel der Notfälle überschritten. Da werden neue Mechanismen diskutiert. Es wird darüber nachgedacht, ob Fonds mehr den Gesundheitsbereich oder mehr die Wirtschaft stützen sollen.
Genau. Wir brauchen diese Mittel eher früher als später. Finanzierungslücken gefährden Leben und lassen diese verheerende Krise größer werden. Nochmal, wir sind da recht nah beieinander. Kurzfristig haben wir keine Lösung für die Gesundheitsfrage, aber ich vermute, dass wir verschiedener Meinung sind, wenn ich denke, dass einige dieser Mittel am besten zur Rettung von Arbeitsplätzen und für die kritischen Industrien verwendet werden. Die nationalen Regierungen haben dies während der laufenden Debatten sicherlich auch im Kopf. Schauen Sie, ich bin kein Ökonom oder Politiker, aber als Arzt muss ich sagen, dass unsere Antwort auf das Virus keine unglaublich komplexe Debatte zulässt, die für mich so klingt, als sei es das teuerste Rettungspaket der Geschichte. Vielen Dank Ihnen beiden und wir werden die Dinge weiter beobachten und verfolgen und das ist sicher, die Wirtschaft sucht noch etwas wie Hoffnung. Okay, wir gehen jetzt näher drauf ein. Dr. Eric Turner von unserem Team wird Details über die finanzielle Situation geben. Vielen Dank. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in allen Ländern zu spüren. Tatsächlich sind die Verluste in den reicheren Ländern größer, obwohl es weniger Fälle gibt. Diese Grafik zeigt Wirtschaftsprognosen für das gleiche, für das globale Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt. Wenn sich die Trends fortsetzen, so die vorläufigen Berechnungen führender Ökonomen, könnte es zu einem Rückgang des BIP um 11% auf Jahressicht kommen und um 25% im Zweijahreszeitraum. Es besteht eine erhebliche Unsicherheit darüber, wie schnell sich der Wert erholen werde, aber Ökonomen befürchten, dass die Welt in eine längere Phase deutlich langsameren Wachstums durch diese Pandemie geraten könnte. Im Gegensatz zur Rezession aufgrund normaler Konjunkturschwankungen wäre die Rezession, die durch eine schwere Pandemie verursacht wird, in der Neuzeit aufgrund des enormen Verlustes von Arbeitnehmern und Kunden beispiellos, vergleichbar vielleicht mit der großen Depression. Aber diese hier könnte viel tiefer werden und sie könnte viel länger dauern, bis wir uns wieder erholt haben. Es gibt einige Positionen, an denen finanzielle Mittel helfen könnten, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu verringern, den Gesundheitsbereich mit einbezogen, die der Volkswirtschaft helfen und angeschlagene Unternehmen unterstützen. Aber es gibt einen sehr hohen Bedarf und es gibt nur begrenzte Mittel. Zwei Organisationen, die regelmäßig Kredite vergeben, sind die Weltbank und der IWF. Die Weltbank und der IWF verteilen zusammen etwa 185 Milliarden Dollar pro Jahr und sie haben bereits einen beträchtlichen Teil dieses Geldes in dieser Krise verteilt. Experten schätzen, dass es 400 Milliarden Dollar brauchen würde, nur um die überforderten Gesundheitssysteme zu stärken und Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen zu unterstützen, allein um mit einer Pandemie fertig zu werden. Im Vergleich dazu beliefen sich die finanziellen Rettungsaktionen Griechenlands, Portugals und Irlands nach der europäischen Schuldenkrise auf rund 350 Milliarden Dollar und das waren nur drei Länder. Ohne Rettungspakete für die Volkswirtschaften könnte wirtschaftliches Versagen in den kritischen Ländern zum Zusammenbruch der nationalen Regierungen führen, was die Pandemie weiter verschärfen könnte. Natürlich werden immer noch mehr Mittel benötigt, um auf die Pandemie zu reagieren. Darüber hinaus gibt es Bedenken, dass es einen Dominoeffekt geben könnte, der die ohnehin schwächelnde Wirtschaft untergräbt, wenn einige sehr wichtige Unternehmen oder Branchen schlichtweg ausfallen. Viele Länder, die finanzielle Unterstützung am dringendsten benötigen, wurden aufgrund einer Kombination aus wirtschaftlicher, sozialer und politischer Instabilität als riskante Investitionen bezeichnet. Sie wären jetzt einem noch höheren Ausfallrisiko ausgesetzt. Sehr grobe Schätzungen gehen davon aus, dass Geber, Länder, Stiftungen, internationale Organisationen im kommenden Jahr bis zu 100 Milliarden Dollar in dieser Krise an Krediten oder Spenden aufbringen könnten. Die Frage ist, was wollen Sie dafür erwarten? Ja, es würde eine enorme und beispiellose Mobilisierung von Mitteln aus vielen verschiedenen Quellen erfordern. Ja, danke, Dr. Turner. Die politische Frage für dieses Gremium lautet also, wie sollten finanzpolitische Ressourcen priorisiert werden? Experten diskutieren eine Reihe von Optionen. Die erste Möglichkeit besteht darin, Mittel direkt in die Länder zu schicken, die sich angesichts der Pandemie schwer tun, ihre Systeme funktionsfähig zu halten. Eine andere Möglichkeit wäre, die Mittel zu verwenden, um Unternehmen, die direkt mit der Bekämpfung befasst sind, also mit der Herstellung von Impfstoffen oder Medikamenten, mit Masken oder anderen direkt an den Maßnahmen beteiligten Personen zu geben. Eine dritte Priorität wäre die Ausrichtung der Mittel auf die Stabilisierung von Regierungen, die angesichts der Pandemien ins Wanken geraten. In the making of vaccines or pharmaceuticals, medicines, N95 masks,
or others directly involved in the response. Und noch ein anderer könnte darin bestehen, Mittel an Industrien oder Unternehmen zu vergeben, um die Weltwirtschaft irgendwie in einer Art Dominoeffekt nicht untergehen zu lassen, weil sie groß sind, zu groß sind, um zu scheitern. Die Frage hier ist also, gibt es solche, die wir nicht scheitern lassen dürfen? Wie würden sie Prioritäten setzen? Wir haben nicht genug Geld, um all den dringenden Problemen zu lösen. So the question here is, are there nodes that we cannot allow to fail? What is your sense of priorities? We don't have money to pay for all of the urgent problems. Lassen Sie mich so beginnen. Uns muss eins wirklich klar werden. Wenn wir diese Pandemie nicht unter Kontrolle bringen, ist die Frage der Wirtschaft letztlich überflüssig. Daher müssen wir da Prioritäten setzen, um die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erhalten. Dazu gehört auch die Lieferketten für Schutzausrüstung und Pharmazeutika. Darauf müssen wir uns konzentrieren. In Wahrheit, und die Bemerkung sei erlaubt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen in den reicheren Industrieländern größer als in Ländern mit geringerem Einkommen. Das ist nicht ungewöhnlich. Wir akzeptieren, dass diese entwickelten Volkswirtschaften in Wahrheit immer noch in der Lage sind, Kredite auf den Märkten aufzunehmen. Und während einige Länder sehr entschlossen sind, einen Überschuss im Haushalt zu haben, gibt es Zeiten, in denen sie ihre Reserven anzapfen müssten und sie auch mal ein Defizit ausweisen müssten. Ich glaube also nicht, dass wir Regierungen, und ich meine in stärkeren Ländern, Priorität einräumen sollen, aber die sollten wir auf jeden Fall da setzen, um die Pandemie selbst unter Kontrolle zu bringen. Ja, ich stimme zu, wenn wir an unsere Bürger denken, dass wir Hilfe brauchen. Wir brauchen öffentliche Mittel, um die Kapazitäten antiviraler Medikamente erweitern zu können. Ohne dies können wir den Nachfrage nicht decken. Tim, ja, ich glaube wirklich, dass es hier zwei Fragen gibt. Eine ist, wie man mehr Geld findet und wie ich es dann am besten verteile, um noch mehr Geld zu bekommen. Da komme ich auf den Vorschlag der G20-Finanzminister zurück, weil ich denke, dass es dieser Blick ist, der notwendig ist, um zu verstehen, wo diese Pools sind, sowohl national als auch international. David Malpass, der jetzige Weltbankchef, bringt es auf den Punkt. Derzeit sitzen 15 Billionen Dollar auf Anlagen mit einem Null- oder Negativzins. Diese Anleger könnten ja daran interessiert sein, einen kleinen Teil davon zu nehmen, sagen wir mal eine halbe Billion, um Dinge so zu stabilisieren, dass es kein massives Schrumpfen der Weltwirtschaft gibt. Dann könnte das für diese Gruppe ein vernünftiges Wertversprechen sein. Zweitens, und das ist ein allgemein blinder Fleck, können die nationalen Regierungen beitragen, um die Finanzierung zu erhöhen. Einige Länder, weil sie mehrfach von Krisen betroffen wurden, haben Reservekapazitäten, aber viele haben immer noch keine Fähigkeit, ihre zu erhöhen. Das wäre also eine andere Möglichkeit, dahin zu schauen, wo sich die nationalen Bemühungen zur Mobilisierung von Ressourcen befinden. Auch hier, wie Jane sagte, kurzfristig Geld verleihen und könnte auf längere Sicht einen Puffer bilden. Und dann, und dann zur Frage der Zuteilung denke ich, es wäre besser, wenn wir Beweis dafür hätten, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt. Wo sind die Investitionen, die tatsächlich einen Unterschied machen würden? Denn es gibt ja in unserem Bild ein kleines Problem. Ich meine, die Leute sehen einen saftigen Braten und jeder sagt, dass er eine Milliarde Dollar braucht. Und dann schaut man sich die Implementierungsfähigkeit einer dieser Institutionen an und was tun sie dann? Aber es gibt einen echten Beweis dafür, dass diese Dinge tatsächlich einen Mehrwert darstellen würde. Daher denke ich, dass eine gewisse Disziplin hilfreich wäre bei der Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Und wenn Sie Wert sagen, meinen Sie Wert an welchem Ende? Das Ende der Pandemie als Wert? Ja, das ist richtig, als einen oder die Sicherung der Existenzgrundlagen, weil ich denke, diese Spannung ist eine gesunde Spannung, richtig? Wenn Sie die Existenzgrundlagen vernachlässigen, dann wird es zurückkommen und die Gesundheitskrise verschärfen. Sie werden also die indirekte Gesundheitskrise haben, wie wir sie in Westafrika gesehen haben, dass viel mehr Menschen von der Schließung von Gesundheitseinrichtungen und der Schließung der Wirtschaft und dem Fall von Bildschirmen wie diesem hier betroffen sind.
when the falling of screens like that. That's a pandemic. Part of the pandemic. Yes, George. George? Ja, wir haben bereits über die Koordinierung und die zentralisierten Anstrengungen gesprochen. Wir denken also darüber nach. Wissen Sie, das System ist gut für die öffentliche Gesundheit. Eigentlich ein gutes Beispiel für den in dem westafrikanischen Fall, im Ausbruch von 2014 Ebola und auch die 2009 Pandemie H1N1. Wenn Sie also die Mittel der Regierung zentralisieren, wissen Sie zum Beispiel, dass Sie schnell dorthin kanalisieren können, wo wir genügend Geld bekommen, um eine neue Art von Impfstoff zu entwickeln. Für H1N1 haben wir innerhalb von 89 Tagen einen neuen Impfstoff zur Verfügung gestellt. 2014 war ich in Westafrika. Ich war im Team. Wir sind einen halben Monat dort gewesen. Wenn Sie über einen priorisierten Fonds sprechen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine zentralisierte und koordinierte Anstrengung, sonst wird das Geld irgendwo hin verteilt. So again, all this when you are talking about a prioritized fund, definitely you need a centralized and coordinated effort. Sie würden also eine Art Zentralisierung im UN-System sich vorstellen? Oh nee, ich sehe das System nicht, weil wir jetzt in der Pandemie stecken, nicht wahr? Also kein zentralisiertes System. Zentralisiert die Anstrengung. Nehmen Sie mich beim Wort. Im Moment sollten wir also die Mittel oder brauchen. Im Moment wollen wir also die Mittel, oder? Sie brauchen das Geld. Also wo ist das Geld? Kann die Regierung ein bisschen dazu tun? Wissen Sie etwas? Private Sektoren, die hier sitzen, haben Sie vielleicht etwas Geld. Aber jetzt brauchen Sie wirklich koordinierte und zentrale Bemühungen. Kommentare? Ja, Atoy. Die Hotels werden lähmende Verluste erleiden und wir wissen, dass das Hotelgeschäft allein 5% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und damit müssen wir das auch berücksichtigen, wenn wir versuchen, die Mittel zu erhöhen und nach zusätzlichen Wegen suchen, um uns finanziell für dieses Unterfangen zu engagieren, dass wir einen Impfstoff finden und ressourcendeckend für alle bereitstellen. And to provide resources to, you know, all of our ja, vielen Dank. Steven? Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass dies wirklich eine beispiellose Situation ist und wir bereit sein müssen, Regierungen müssen bereit sein, Dinge zu tun, die aus ihrer Sicht oder zum größten Teil aus ihrer Perspektive historisch sind. Es ist wirklich ein Kriegszustand, in dem wir denken müssen, und eine massive Mobilisierung von Ressourcen ist angemessen, um die Flut dieses Vorgangs einzudämmen. Also wenn Sie sagen Dinge, die in der Vergangenheit nicht gewesen sind, sprechen Sie finanzielle Mobilisierung an? Ja, richtig. Wir sollten die Macht des Unternehmertums nicht unterschätzen. Und 2008 sahen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt um etwa 6,5% gesunken ist. Ich versuche nicht, die Krise hier klein zu reden, aber wir haben Zeit, ein wenig Zeit hier. Also die Macht der Unternehmer, gerade jetzt werden die meisten unserer persönlichen Schutzvorrichtungen in nur wenigen Ländern hergestellt, die früher auf einer viel breiteren Basis auf der ganzen Welt hergestellt wurden. Also das kann ziemlich schnell gehen. Wir sehen bereits, wie sich die Dinge aus verschiedenen Teilen des Landes aus verschiedenen Teilen der Welt bewegen. Und wir müssen eskalieren, ob es nun durch die Unterstützung der Regierung bei Steuererleichterungen oder Subventionen dieser Art geht, um die Produktion dieser Art zu erhöhen. Es kann schnell passieren. Eine Art von Marshallplan könnte eine Wende sehr schnell simulieren. Noch ein paar Kommentare, Martin? Ja, ich unterstütze Steve voll und ganz, wie er gesagt hat. Ich meine, es ist eine neue Dimension für alle und wir müssen aus dem Stand heraus denken, wenn ich das so einfach sagen darf, die internationalen Maßnahmen, die wir haben, wie die Weltbank und die IWF nutzen. Aber wir müssen auch auf nationaler Ebene bereit sein, uns damit zu befassen. Jane, ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Der Fokus sollte darin bestehen, diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Wenn wir hier nicht vorankommen, was bleibt denn noch? Ehrlich gesagt, wenn ich für meine Branche spreche, befinde ich mich in einer Situation, wie viele unserer anderen Wettbewerber gerne wären, vorerst wenigstens, aber viele werden nicht überleben und auch ein großer Konzern wie Lufthansa wird stark betroffen sein. Wir sind jetzt auf staatliche Unterstützung angewiesen, um für eine Zeit danach bereit zu sein. Ich meine, wir alle hoffen, dass wir das durchstehen. Wir müssen mit begrenzten Ressourcen bereit sein, um mit all unseren Industrien auf der ganzen Welt wieder ins Geschäft zu kommen.
Also die Luftfahrtindustrie würden Sie als eine betrachten, die wir nicht scheitern lassen können? Und einige von Ihnen würde ich unterstützen. Ich meine, sonst zerbricht das gesamte System. Und solange wir noch in der Pandemiekrise stecken, wir brauchen noch Transport, wir brauchen noch Logistik und andere Partner. Auch für die Zeit danach sollte es eine Basisversorgung geben, sonst können wir uns nicht mehr erholen. Sie möchten kommentieren? Ja, ich würde gerne denken, dass wir, also UPS, zu groß sind, um zu scheitern oder scheitern zu lassen, aber ich glaube, dass sie die Lieferketten offen halten müssen, um die Eindämmung und Prävention und Verbesserung zu verhindern. Ich glaube, wir dürfen der Reise- und Gastgewerbebranche nicht dem Risiko überlassen, weil wir sie als Rückgrat für Logistik und Lieferketten immer noch brauchen. Komm an. Ich habe Informationen, dass dieses Too Big to Fail jetzt in den Finanzsektor und in die Rückversicherungsunternehmen übergehen, die immer mehr Konkursrisiken absichern müssen. Als Regulierungsbehörde oder als Zentralbank muss ich fragen, was tun wir dann? Es wird doch jetzt deutlich, dass der Stresstest, den wir vor Jahren aufgelegt haben, nicht sehr gut funktioniert, obwohl das jetzt ein Fall ist, der wirklich über das hinausgeht, was normalerweise erwartet wurde. Also, bei denen, die scheitern, müssen sie einspringen. Wenn sie nicht einspringen, dann wird sehr schnell wahrscheinlich das ganze Finanzsystem einen systemischen Ausfall erleiden. Also sie müssen dem Markt Vertrauen geben und sobald das hier vorbei ist, gehen sie zurück und prüfen sie die Modelle erneut. Kann ich nachfragen, wie Sie sagen, welche Auswirkungen die Rückversicherungsgesellschaften haben, die ausgefallen sind? Beunruhigt Sie das? Ja, auf jeden Fall. Denn dies ist ein globaler Markt. Wenn also der eine Rückversicherer in einem Land ausfällt, was bedeutet es für die ganze Welt, in dem er sich betätigt? Und eines der Probleme dabei ist, dass die Rückversicherer alle ihre Mittel in die Zentrale umleiten, okay? Und dann haben die anderen Länder ein Problem. Avril. Ja, mir wurde gesagt, dass einige Regierungen inzwischen gefallen sind und dass andere ins Strauchen kommen und dass es weit verbreitete soziale Unruhen gibt und dass die Regierungen um Hilfe bitten, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Und ich denke, dies unterstreicht aus meiner Sicht den bestehenden Finanzierungsbedarf, der sich im Wesentlichen auf die Stabilisierung der Regierungen bezieht, sodass die weiterhin Dienstleistungen erbringen können, die offen gesagt immer noch zu dem Punkt beitragen, den Jane gemacht hat, dass wir Prioritäten setzen müssen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Und wenn diese Regierungen scheitern, wird es uns zusätzlich noch viel schwerer machen, voranzukommen. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich eine beträchtliche Menge anderer Formen von sicherheitsrelevanten Unruhen geben, die sogar von terroristischen Gruppen oder anderen kommen könnten, die die Situation ausnutzen. Aber es kann auch zu Hungersnöten kommen, weil es keine Menschen mehr gibt, die wegen Krankheitsausbrüchen in bestimmten Gebieten keine Waren mehr dorthin bringen wollen und die Kette reißt dann. Daher denke ich, wir sollten uns auf humanitäre Hilfe konzentrieren, auf andere Formen von Hilfen, die dazu beitragen können, Tod und Zerstörung in bestimmten Gebieten zu verhindern, in denen wir das sehen und wo es tatsächlich schwieriger wird, die Pandemie in der Ausbreitung zu bekämpfen. From my perspective, to be looking for the next few months. If we still believe that a vaccine is not going to be available for many, many months to come. Aber es ist aus meiner Sicht auch sich wichtig, wenn wir immer noch glauben, dass ein Impfstoff noch viele Monate nicht verfügbar sein wird, dann werden wir weiterhin eine Auswertung dieser Entwicklung sehen und als Folge davon müssen wir sicherstellen, dass wir tatsächlich über diese Infrastruktur verfügen, um die Hilfe zu leisten, die wir in diesen verschiedenen Bereichen benötigen, auf der ganzen Linie, damit wir die Situation nicht nur wirtschaftlich managen, sondern auch dauerhaft politisch vor Instabilität und Gewalt schützen, die ja davon ausgehen können. Jane? Dann machen wir hier weiter. Meine Mitarbeiter haben mich zu Recht daran erinnert, dass vor allem die Form der Finanzierungsmechanismen, die sie eingerichtet haben, für bestimmte Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein Thema sein wird, basierend auf der Geschichte, was dies für diese Länder bedeutet. Dabei denke ich, dass die Suche nach Liquidität und die Suche nach Finanzierungsmechanismen den Menschen kollektiv Vertrauen geben sollte und somit auch Bedenken
dass Regierungen, die instabil und politisch verwundbar sind, es sogar schwierig finden, in solchen Gesprächen teilzunehmen. Ich denke, das Engagement der Finanzminister und die großen globalen Mechanismen, aber auch der Privatsektor und die Banken werden wichtig sein. Als wir den großen Finanzcrash durchliefen, war das eine gewaltige gemeinsame Anstrengung, um die Liquidität zu erhalten und einige unserer großen Finanzinstitute tatsächlich über Wasser zu halten. Das ist hier genauso. Und wenn dies die neue Normalität ist, die Ausbreitung manchmal zu verlangsamen, sodass sie tatsächlich Vertrauen in ihre Institutionen halten und ihre Wirtschaft in Bewegung bleibt, vielleicht auch nur mäßig, wird das vielleicht ein wichtiger Teil der Agenda sein. Sophia? Ja, vielen Dank. Und nur ein Update, dass die UN-Führung jetzt eine Erklärung abgegeben hat, dass diese Pandemie eine Gesundheits- und eine humanitäre Krise ist. Und ich halte fest, was Tim vorhin über die gesunde Spannung zwischen Leben und Existenzgrundlage gesagt hat und dass die UN-Organisation jetzt die Einrichtung eines pandemiebezogenen Treuhandfonds fordern und Beiträge fördern würde. Ich wollte sagen, dass, wenn wir jetzt in die Situation kommen, wo Regierungen fallen und sie politische Instabilität haben, dass, wenn sie am Ende dann in eine andere Form von Konflikten kommen, dann werden auch die Auswirkungen schlimmer und die Gegenmaßnahmen auch sehr viel teurer. Chris? Ja, danke, Tom. Um ein paar Punkte zu machen. Das wird beispiellose Anstrengungen erfordern, um zusätzliche Ressourcen zu beschaffen. Aber ich denke, bei den Ressourcen, die wir haben, muss der öffentliche Gesundheitssektor Vorrang haben. Es ist ein bisschen wie Erste Hilfe. Sie müssen die Blutung stoppen. Vor einem Monat haben wir vorher gesagt, dass es weitere Millionen Fälle geben könnte. Das hat sich bewahrheitet. Wenn diese Prognosen zutreffen, gibt es 32 Millionen Fälle in 3 Monaten. Die Notwendigkeit für Regierungen, Industrien, Unternehmen wird alle bisherigen Formen der Mobilisierung von Ressourcen übertreffen. Wir können mit diesem Kurvenverlauf nicht Schritt halten. Wir müssen also diese Pandemie aufhalten. Und da legen wir unseren ersten Geldbetrag hin. Was müssen wir tun, um sicherzustellen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Ausbreitung dieser Pandemie zu stoppen? Dann, unterstellt, es sind noch einige Reserven übrig, müssen wir darüber nachdenken, wer kritische Partner sind. Und wissen Sie, die Unternehmen, die unsere besten Partner sein werden, sind solche, die im Vorfeld darüber nachgedacht haben, die vorbereitet waren, die Reserven und Pläne für ihre Lieferketten hatten. Sie werden unsere stärksten Partner sein. Wir werden also durch öffentlich-private Partnerschaften helfen müssen, diese Aufrechterhaltung dieser globalen Lieferkette sind, die alle Güter, Menschen, Lebensmittel und andere wichtige Dinge enthalten, um die Stabilität aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, um zu verhindern, dass Regierungen ins Wanken geraten. Da werden wir also viele genauere Informationen benötigen und die kommen von der Industrie selbst. Ein erschwerender Faktor, denke ich, der das wachsende Verständnis in der Öffentlichkeit nicht gerade fördert, dass die Investorengemeinschaft nicht richtig zwischen Fehlinformation und Desinformation unterscheidet. Und zu Ihrem Punkt über das Öffentlich-Private. Es ist auch wichtig, dafür zu sorgen, dass alle ein echtes Verständnis für die Ausbreitung der Epidemie haben und die Anstrengung zu ihrer Eindämmung nicht kleinreden. Denn die Investment-Community muss auch Teil davon sein, wenn man ihre Rolle sieht, die sie auf den Finanzmärkten spielen. Tim und dann Hesti. Ja, 2 Punkte. Erstens berichten unsere Länderdirektoren bei der Weltbank, dass es eine Menge unethischer Aktivitäten gibt durch Anbringen von Notlichtern auf bilateraler Basis, um an längerfristige Konditionen zu kommen, die mit dem Zugang zu natürlichen Ressourcen in Ländern mit niedrigem Einkommen verbunden sind, was in der Tat die wirtschaftliche Lebensfähigkeit dieser Länder gefährden könnte. Es gibt also das Problem, dass die schlechteste Praxis oder die unethische Praxis von Finanzierung in Notfällen nicht gerade erleichtern. Zweitens denke ich, dass ein Teil dessen, was die Mobilisierung von Ressourcen anregen wird, ist nicht nur ein Gefühl für die Kosten. Aber wie hoch wäre die Rendite, wenn wir es tatsächlich rüber geschafft hätten? Und so denke ich, dass es zwar schwierig sein wird, dass wir das aber herausarbeiten und dabei verschiedene Szenarien beachten müssen, wenn wir über den Berg sein werden. And if we could project what a sufficient investment in best buys. Wenn wir voraussehen könnten, was eine Best-Buy-Investition ist, nicht nur bei der Minimierung der Kosten in diese, sondern auch eine beschleunigte Erholung bietet, dann denke ich, dass dies hilfreich wäre, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Ist es etwas, was die Weltbank so machen könnte, diese Art von Hochrechnung, oder wird es erforderlich sein?
Oh, wir tun das sogar mit unglaublich wissenschaftlicher Genauigkeit, zu 0,001%. Ja, sowas könnten die Bank leisten und sich wirklich mittelfristig auf Ergebnisse fokussieren und berechnen, wo sie beginnen können, um auf das ROI zu schauen, also auf die Rendite. Ja, Hasti, ich denke, wenn wir über die Priorisierung der Finanzierung als jemand sprechen, der während der Ebola-Krise in einem Krankenhaus gearbeitet hat, also für so viel Geld in die Krankenhäuser zur Bekämpfung dieser spezifischen Krankheit bereitgestellt wurde, dürfen wir die Patienten mit anderen Krankheiten nicht vergessen, die sonst mit der notwendigen Pflege überlebt hätten, auch auf der Intensivstation, auf der sie hätten sein müssen, dass diese Krankenhäuser mit diesen spezifischen Krankheitsfällen überlastet waren. Wir müssen auch den anderen helfen, den anderen Patienten, nicht nur um diese Krankheit zu stoppen. Ja, Adrian. Okay, ich habe drei Punkte. Zunächst müssen wir den Stopp dieses aktuellen Ausbruchs beschleunigen. Die zweite ist, wir müssen den Industrien Vorrang einräumen, damit wir zurückschlagen können. Und es gibt einen dritten Punkt. Wir haben 200 Epidemien pro Jahr. Wie oft könnten wir also weiterhin auf einen Ausbruch reagieren? Wie sollen wir also die Investition priorisieren und verhindern, dass sich das wiederholt mit einer noch schnelleren Notfallreaktion, mit besseren Daten, besseren Systemen, um die Pandemie zu isolieren und zu kontrollieren? Steve, ja, ich denke, es besteht die Gefahr, dass wir glauben, unsere Maßnahmen auf der Gesundheitsseite seien wirksamer, als sie wirklich sind. Also es ist wirklich wichtig, dass wir ehrlich mit uns selbst sind über das, was wir erreichen können. Dennoch denke ich, dass die Mittel vorrangig für das öffentliche Gesundheitswesen einzusetzen sind und meine Mitarbeiter sagen mir, dass diese Ressourcen sehr knapp werden. Diese Priorisierung ist ein wichtiges Element, um das Vertrauen der Bevölkerung in das System, unter dem sie leben, aufrechtzuerhalten. Und in vielerlei Hinsicht muss das eine hohe Priorität haben, um da in der Spur zu bleiben und um sicherzustellen, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht weiter abnimmt, wie schon geschehen. Okay, sehr schnell zu diesem Punkt. Ich denke, die finanziellen Ressourcen werden am meisten durch die humanen Ressourcen begrenzt. Und ich glaube, dass wir nicht weit und schnell genug gegangen sind, um zu erkennen, dass die nötige weltweite Suche nach Fachkräften fehlte, die in dieser Lage hätten eingesetzt werden können, die erforderlich sind, um ihre Kompetenzen in das System stecken zu können. Das vorhandene Personal war diesen Herausforderungen nicht gewachsen. Also wir müssen wirklich ernsthaft darüber denken, wie die Suche nach entsprechenden Fachkräften aussieht, welche Kompetenzen sie haben, wo arbeiten sie, um da eingesetzt zu werden und wirklich zusätzlich in dem Setting, in dem wir wie in diesem hier erscheinen. Also noch on top. Okay, nur um auch die letzte Frage hier wieder in den Fokus zu rücken. Einige von Ihnen haben über kritische Verbindungen oder Branchen gesprochen, die wir nicht scheitern lassen können oder sind entscheidend für unser Überleben oder für ein wirtschaftliches Überleben. Noch andere Dinge, über die wir nicht gesprochen haben, die hier noch erfasst werden sollten? Ja, ich denke, um das zu wiederholen, was Sie gesagt haben, schauen Sie sich die Marriott International an und Sie denken an Hotels, aber sie sind in vielen verschiedenen Bereichen diversifiziert. Viele Menschen wissen nicht, dass wir auf der ganzen Welt ein Gesundheitsteam von Krankenschwestern, Ärzten und Pflegern haben. Wenn man also sagt, dass die Mobilisierung und die Unterstützung anderer Gesundheitsdienstleister dazu beiträgt, um in dieser Situation zu helfen, dann nutzen Sie die Unternehmen des privaten Sektors, die in vielen verschiedenen Bereichen diversifiziert sind. Sie kennen die grundlegenden Arbeiten und wissen, was getan werden muss, um dies zu erreichen. Okay, letzte Kommentare. Jane? Nun, ich denke, wir sollten anerkennen, dass seit Beginn der Pandemie eines unserer Mitglieder der Krankheit erlegen ist. Und ich stelle fest, dass Dr. Chikwe, der ein sehr aufrechtes Mitglied dieses Ausschusses war, leider heute nicht bei uns ist, weil er die Krankheit bekämpft. Ja, danke. Ja, bevor wir schließen, gibt es noch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben oder von dem Sie denken, dass es noch da reingehören sollte, die globale Priorität für die Finanzierung durch die Gegner erhalten sollen?
Avril? But something that I mentioned earlier too that's not up there. Avril? Ja, etwas, das ich vorhin erwähnt habe, ist da nicht oben. Ich denke, das ist im Grunde sicherzustellen, dass wir tatsächlich auf der Liste der Dinge, die Dinge haben, die finanziert wurden. Infrastruktur, sowohl öffentliche als auch private, finanziert für humanitäre Hilfe, die dann tatsächlich dazu beitragen würde, die Herausforderungen zu bewältigen, die die Ausbreitung der Krankheit unter bestimmten Umständen verschärfen. Verstanden. Brett? Ja, Wirtschaftsverbände sollten hinzukommen. Es gibt heute einige wirklich gute Berufsverbände, die hier vertreten sind und Hersteller und Händler zusammenbringen. Henry Schein ist ein Teil davon, Johnson & Johnson 3M, die sehr effektiv in der Koordination und Zusammenarbeit sind. Und wir sollten sicherstellen, dass wir sie befähigen und bestärken. Okay, Tim? Ja, ganz schnell noch. Es geht nicht nur um Verteilung, es geht auch um Rechenschaftspflicht. Wenn Sie so schnell so viel Geld raushauen, müssen Sie auch die Konten kennen. So weit sind wir immer noch nicht und ohne Sie gibt es keine Kontrolle, wie das Geld verwendet wird. Und ich füge noch hinzu, trotz der Tatsache, dass alle hier sehr unter Druck sind, eines der Dinge, die wir immer tun müssen, aus den Umständen zu lernen, in denen wir waren. Wenn wir also diesen Ausnahmezustand hier nicht nutzen, um Daten zu sammeln, um tatsächlich einen analytischen Check zu machen, wenn Sie so wollen, auf den wir zukünftig zurückgreifen können, dann wären wir auch besser vorbereitet und wissen, worum. Okay, Chris? Ja, ein weiterer Bereich spielt nur eine bescheidene Rolle im Kontext von Mitteln, aber auch einer, wo wir seit Beginn dieser Pandemie tatsächlich dran sind, nämlich den Blick zu schärfen auf die Spitzenforschung und die Forschung und die Entwicklung insgesamt. Da ist ein unbekannter Erreger. Wir leben in einer Zeit erstaunlicher wissenschaftlicher Entdeckungen, die sich möglicherweise nicht auf Coronaviren konzentriert haben. Wir geben einen Teil unserer philanthropischen Ressourcen auf die Spitzenforschung, um schneller Gegenmaßnahmen zu bekommen. Wir versuchen, einen Impfstoff in Jahresfrist zu entwickeln und versuchen gleichzeitig die Kosten zu senken. Denn obwohl die Zahl dies nicht derzeit nicht widerspiegelt, wenn wir angesichts dieses Verlaufs viele Fälle in einigen sehr armen Ländern sehen und indem die Kosten für die Artikel runtergehen, ist zusätzliche Fertigungskapazitäten gibt und versucht, für die Spitzen von Wissenschaft und Technologie zu nutzen, kann das helfen, diese Pandemie zu beenden. Was wir hier tun, ist wirklich eine große Version von dem, was wir im letzten Schritt getan haben. Und ich hoffe, dass die Systeme, die eingerichtet wurden, um zu bestimmen, wie die medizinischen Ressourcen verteilt sind, auch auf dieser Ebene funktionieren. Danke, Steve. Vielen Dank für diese Diskussion. Wir werden die Empfehlung zusammentragen und diese Sitzung schließen und bei Bedarf wieder einberufen.